Hallo Leute, und hier sind wir wieder zu einer neuen Runde auf dem Friedhof von Elder Scrolls Online. Mit dem Waschbiber und mir Kasro. Wow. Es Ja, geht gegen wir haben ja noch eine Mission bekommen in der letzten Folge. unser Kreuzzug gegen den Kultistenanführer. Wie hieß er nochmal? Wie hieß er nochmal? Wie Kultist, hieß ein Anführer. er? Nein, hat irgendeinen Namen gehabt. Angor, Angas, Hier liegt Gold. Ach genau, er hieß Hier liegt Gold. Das wär's doch. Hier liegt Gold. Hey. Und wie bist du? Wie ist dein Name? Ach, mein Name ist Hier liegt Gold. Super Name, wirklich. Ja, ne? Ja, und es gibt auch ein paar neue Fähigkeiten, die der Kasro und der Wasch gefunden Ich. haben. Ich bin heute gut drauf, ne? Ja, der Kasro kann jetzt zum Beispiel Leute nicht nochmal mit dem Schild verprügeln, was ganz nützlich ist, da er ja demnächst pseudohaft versucht mit zu tanken. Ja, so ganz zollsohaft. Und Schnell jetzt, bevor Angos mitbekommt, dass wir hier sind. Angos-Schießer, genau, Angos. Ich war gar Okay, nicht wir mal müssen sie so ja schlecht. beschützen. Binky ist dabei. Binky ist dabei. Frisch Oh, guck mal, dran. der geht schon wieder unter dem Rock, Alter. Der weiß nicht, was er will, ne? Wert. Ich rede mal mit Können wir Gabriele. anfangen? Ach, Denkt Können daran, wir dass ich mich anfangen? verteidigen kann, wenn ich das Ritual ausführe. Ihr müsst mich beschützen. Okay, dann lass uns anfangen, oder? Jo, lasst uns Bleibt anfangen. dicht bei mir. Ihr müsst sie von mir fernhalten, bis ich den Zauber beende. Bleibt in meiner Nähe. Kann sie Ihr sich müsst sie mir vom verteidigen? Leib Okay. halten, Meine bis ich mit dem Nähe. Ritual fertig bin. Mach mal Rüstung an und Schwert. Da kommen sie! Ach, Nieder mit deine euch! Kinder hier. Die haust du doch um, bevor was passiert. Ja, tue ich auch wirklich. Ich habe einen Spezialskill, das nennt sich Armbrustverschießen. Ist richtig cool. Irgendwie, lass mich raten, du benutzt eine Armbrust zum Armbrustverschießen. Ja, Oder oder verschießt du eher richtige zum Armbrüste? Bolzen. Das Eine wäre doch mal Armbrust, die ganz cool, oder? Armbrüste Wenn, verschießt. genau, eine Armbrust und du schießt mit Armbrüsten. Ja, wenn das dann voll Schaden macht, warum nicht? Die haben ja Bestimmt überhaupt kein wieder Leben. Armbrust Bis sie hier sind, sind gekommen, die schon wieder dann. tot. Deswegen schießen sie auch Irgendwie. ab. Hörst du da auch irgendwas? Senatoren oder sowas im Hintergrund irgendwie. Ja. Kommt bestimmt gleich so ein Geil, ja. Monster Wir haben es großes geschafft. Ekel raus. Gehen wir rein, bevor noch etwas versucht, Nee, uns es kommt gar aufzuhalten. nichts raus. Oho. Na toll. Wow. Hui. Okay, wir haben es geschafft. Die Krypta. Gabriele? Dadurch verschwindet der Nebel, aber wer weiß wie lange. Verschwendet diese Gelegenheit nicht. Aha. Es ist Zeit, Angorf anzugreifen. Ja, angreifen ist gut, aber was jetzt? Dieser nächste Teil ist entscheidend. Ich habe gesehen, wozu ihr fähig seid, und daher weiß ich, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Außerdem hätten wir es ohne euch nie so weit geschafft. Allerdings. Mit diese Schleime, weißt du? Ich Ihr, werde mich nur bald ihr in wart. Angorfs gute Stube gehen und ihn zu einem Duell herausfordern. Er hat Diener. Seine Art hat immer Diener. Aber Super. lasst euch davon nicht aufhalten. Wir sind schon zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Wir? Ja. Willst du nicht mitkommen, oder? Ich werde euch Ach, folgen, die wäre sobald die doch uns im Soldaten hier Weg. sind. Oh, sogar noch besser. Nehmt diesen Stein der Bindung, sucht einen sicheren Ort in den Katakomben und setzt ihn ein, um mich zu euch zu rufen. Ich werde sogar noch ein paar Soldaten mitbringen. Cool. Aber Cool. ich meine, die Katze weiß nicht, wann der Ort sicher ist, oder? Einige der Toten wurden von Ey. Schutzzaubern geschützt, die verhindern sollen, dass sie entweiht werden. Sucht nach diesen Grüften und setzt dort den Stein ein. Das sollte für unsere Zwecke sicher genug sein. Okay. Gehen wir mal, Okay. oder? Dann Denn. rufen wir sie, soweit wir sobald, sobald wir soweit sind. Ja, yep, Ja, genau. klar. Das Das Labyrinth Labyrinth. begonnen. Yay! Yeah! Ich würde mal ganz kurz mal Leichenstellung machen, aber es geht nicht. Bescheiden, dann gehe ich mal rein. Okay, das Leichen. Labyrinth. Wir sind da. Hey, oh, ey, wie geht's denn dir, Zombie? Bin noch nicht Verfluche dran. dich. Hui. Jetzt habe ich es auch geschafft. Ja, Okay. wir waren ja davor, irgendwie nochmal drauf einzugehen, auf unsere neuen coolen Fähigkeiten. Ich habe zum Beispiel einen neuen Fluch, der Leute nach 6 Sekunden explodieren lässt. Das ist total geil.
Die Problematik dabei ist nur, jemanden zu finden, der 6 Sekunden lang lebt. Ja. Man ihn erstmal angreift. Ich. Ja, es ist schon schlimm sowas. Ja, ich bleib bei meinem Bolzen nicht im Grund. Meinst du? Was hältst du eigentlich von meiner neuen, tollen, lustigen, ich mache einen Kreis hinter dir und du kannst meine Fähigkeiten nutzen? Fähigkeiten? Diese hier. Das sind eigentlich Fähigkeiten, ja. Wovon ich gar keine habe, aber du viele. Ja, finde ich toll. Cool, oder? Ich mach die mal. Ja. Kannst du mal benutzen und zack. Cool. Ha. Mit ja. meiner Hilfe konntest du deine Gegner besiegen. Ey, ich habe einen Ort gefunden. Ich glaube, das ist so ein Schutzzeug. Eingefasst, das sagt der Grupp. Na gucken. Hat gefunden. Na toll. Kommen wir jetzt hier raus? Kommen wir nach draußen? Ich habe Angst, es ist dunkel. Lol. Ey, Alexine. Wie geht's dir so? Gut, ihr habt den perfekten Platz für... Wartet, wo sind die anderen? Na, welche anderen? Die jetzt andere? Echt jetzt? Ja, Solanus und seine Ritter haben sich freiwillig gemeldet, mich zu begleiten. Aber ich sehe hier nur Dame Alexine. Wir müssen für den Stein der Bindung zu viele gewesen sein. Ah, das ist nicht gut. Die anderen Ritter könnten über die gesamten Krypten verfolgt worden sein. Die gesamten Krypten und wir sollen sie jetzt suchen? Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir bestimmt auf dem Weg zu Angriff gucken, ob wir die Vermissten suchen können. Gut, aber hört mir genau zu. Es gibt nur einen Weg, diese Krypten wieder zu verlassen. Ihr müsst Angriff töten. Ich habe keine andere Möglichkeit, mit all den Schutzzaubern und Verteidigungsvorkehrungen fertig zu werden, da ich nun hier unten bin. Entweder er stirbt, oder wir stecken hier fest. Oh, das sind unsere beiden Alternativen. Wirklich. Also, Motivationstrainer kannst du nicht wirklich werden. Also, ich meine hier. Immerhin, ich meine, sie sagt das oder das, also vermasselt es nicht. Das will sie damit sagen. Ja, sie hat bloß ein bisschen rausgeschmissen. Und Tote. Ich bin mal alles töten. Ich bin hier schon dabei. Okay, ist doch. Aua. Ja, ich übe ein wenig mit meinen Heilfähigkeiten. Ich und nebenbei Idee. Sprung. Es funktioniert nicht. Ich glaube, da kann der Kombi Kammers die Flügel nicht auspacken. Scheiße. Wäre ja auch schlimm, Ben. Überhaupt nicht. Hast du schon mal versucht, hier mit dieser kurzen kleinen Decke zu fliegen? Ja, den habe ich ja gerade versucht. Ich meine, wenn du springst, bist du ja schon an der Decke. Da kannst du gar nicht fliegen. Ja, okay. Oh nein, ich habe gerade fette Würmer eingesammelt. Fette Würmer? Ja. Die waren richtig fett. So, hier funktioniert es aber. Und Pfeil rein. Der liegt am Boden. Liegt am Boden, wird erstmal Elektro geschoben. Yeah. Genau das, was er braucht. Erst wird er festgenagelt auf den Boden und dann haust du einen Blitz rein. Und der wird dann durch den Bolzen noch verstärkt und dann gibt's einen richtig knusprigen. Ach, guck mal hier. Hier sind doch. Ich seh die doch. Interessant, dass man euch hier trifft. Wie interessant, wir waren zuerst hier. Darin, wie geht's dir denn? Taverne, hab ich gesagt. Geht's gut. Trefft mich in der Taverne. Hier unten gibt es kein Ale, nur Zombies und Tentakel. Ja, dieser Alkige, Alter. Schankweiber, ihr habt mir Schankweiber versprochen. Nun, zumindest ist euer Zeitgefühl gut. Wir treffen uns aber echt an den spannendsten Orten, oder? Der Zauber der Ihn schon, scheint fehlgeschlagen zu sein. Zum Glück haben sich einige von uns gefunden. Ich habe auch einen Blutdorn-Kultisten überzeugt, mir zu verraten, wie man an Angoff herankommen kann. Ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich mir Mühe gebe. Echt jetzt? Und was kam raus? 3 Schlösser schützen Angoffs inneres Heiligtum. 3. Ich schätze, selbst ihr werdet dort nicht durch ein einfaches Anklopfen Einlass finden. Ihr braucht 3 Schlüsselscherben für die Schlösser. Sie werden gut bewacht. Also werdet ihr ein bisschen töten müssen, um sie zu bekommen. Nur ein bisschen. Ah, schade. Okay. Ich habe eine Katze dabei, die ist wie ein Hund. Sie findet das schon. Ich wünschte, ich könnte euch helfen, aber ich werde hier gebraucht. Lanis kann gut mit einem Schwert umgehen, aber ich bin besser. Ich werde die Überlebenden beschützen. Sagt Lanis Bescheid, wenn ihr noch jemanden trefft. Hast du eine Ahnung, wo wir die Schlüssel finden können, oder? Ja, links, rechts, vorne. Ja, ich sag mal, leb wohl zu ihm und werde mit Sir Lanis reden. Ist das Schaldon? Ach, das ist Schaldon, nicht das schon, er ist Sheldon.
Aber so Big Bang technisch ist er gar nicht. Ich habe ihn mal kurz gefragt und er hat irgendwas gesagt von der Kreaturfalle und einem Kriegergeist. Kein Problem, also. Was will der andere? Schaldorn ist erleuchtet. Zaubermeisterin Benele sagte, dass ihr eingedrungen seid und Angorf gejagt habt. Wir wollten euch helfen und ich hoffe, wir haben nicht mehr Schaden als Nutzen verursacht. Warum sind die Ritter jetzt auf einmal gegen uns? Was ist geschehen? Wir haben draußen Zaubermeisterin Benele getroffen. Sie meinte, dass ihr einen Stein der Bindung benutzen würdet, um uns herbeizurufen. Dann waren wir plötzlich hier unten, mitten in der Dunkelheit und von unzähligen Untoten umzingelt. Der Rest des Kontingents muss irgendwo in der Nähe sein. Noch mehr, Alter? Ritter. Echt, noch mehr verlorene Seelen? Wenn ich raten müsste, Mann, tiefer in den Also es hätte voll gereicht, wenn wir zwei gegangen wären. Falls wir brauchen noch nicht noch die ganze Armee runterschicken, vor allem, wenn wir sie hier retten dürfen. Ich werde diesen Gang zusammen mit diesem übermütigen Narren und seiner verrückten Freundin halten. Wenn sie nicht gerade miteinander schäkern, kämpfen sie wie eine ganze Kolonne Orks. Okay. Aber ernsthaft, ich meine, so ein Waschbiber und so ein gestiefelter Kater reichen doch, oder? Und bei uns reicht da schon einer, aber naja, eine ganze Armee ist übertrieben. Blitzdings, boom! Ja! Eure Seelen gehören mir. Los, blitzen mal ein bisschen. Ah, oh, ganz viele fette Würmer haben die dabei. Das ist ja krass. Jetzt lang. Wir müssen einmal nach hinten vorne. Lass mal hier links lang gehen, hier ist eine Scherbe auf jeden Fall. Ja, wir müssen Ritter finden, wir müssen dahin. Hier ist ja ziemlich viel zu tun. Aber richtig viel, was ist denn hier? Eine Truhe, ein Stuhl. Ist ja fast wie zu Hause, wa? Hier stehen überall Möbel rum. Was, hier stehen Möbel rum? Puh, was ist das denn? Hey, ich habe einen Ritter gefunden, guck mal. Ich würde sagen, hier ist die Truhe. Und hier ist, oh, das ist eine Falle. Ja, wollen wir erstmal den Ritter befreien, hier den Sir. Wie heißt er? Kalnot? Kalhot Nalskin. Karl ist hot. Dieses Gebiet ist voller Fallen. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Ich habe es beobachtet, um die Funktionsweise herauszufinden. Die Falle hat Wächter. Sie sind der Schlüssel, mit dem man sie entschärfen kann, denke ich. Denkst du? Und welcher davon? Nachdem ihr eine Falle auslöst, habt ihr einen kurzen Augenblick, um sie zu entschärfen. Während dieser Zeit müsst ihr ihren Wächter besiegen. Das ist die einzige Möglichkeit. Ah, so ist es also. Klingt doch einfach, oder? Dann hau mal ab für den anderen Menschen. Bin ich nicht der Einzige, der noch übrig ist? Schön, das zu hören. Ich bin zwar ziemlich erschöpft, aber ich werde schauen, ob ich sie finden kann, sobald ich mich etwas erholt habe. Na dann. Also im Prinzip hingehen, umklatschen. Also Falle triggern. Rangehen, entschärfen. Jetzt raus. Ah, dann kommt ein Wächter, okay. Auf Boden mit dir. Yeah. Ist doch easy going. Oh cool, da hat ein Z-Gegenstand gedroppt. Das ist geil. Neuer Z-Kopf. Geil, neuen Z-Kopf für dich. Hast du ausgelöst, oder? Ja. Ja, geil. Ich verfluche ihn. Blitz, 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 Blitz. Und, geht doch. Aber die Fähigkeit ist so geil, oder? Ja, die taugt. Die taugt voll. Der nächste. Zudotten. Ich schieß wieder auf den Boden und du machst dann den Blitz. Das ist echt cool. Ah, es geht grad nicht. Alles egal, er wäre eh gleich am Dot vertickt. Vertickt? Er tickt? Vertickt. Er tickt. Er ist ertickt worden. Ertickt worden. Neue Bezeichnung für einen Buff, der ist ertickt. Ja. Damit ist der erste Teil und Truhe der Gerissenen. Yeah. Damit haben wir auch die Scherbe der Gerissenen. Dann gehen wir doch gleich mal hier weiter, oder? Ja. Bietet sich da gerade an. Stürmen mal alles. Hier rein, hier rein. Ich weiß nicht, ich hatte eigentlich schon mal gesagt, wie man hier die Skills weiter lernen kann. Ich hab das schon wieder vergessen. Was? Ich glaube, wir haben alles schon mal erwähnt. Nach den 40 Folgen, die wir mittlerweile haben, sollte die meisten Leute ja sowieso wissen, was abgeht, oder? Ja, ich denke mal, die Tesla-Leute kennen das eh. Lass mal hier runtergehen. Das sieht sehr einladend aus. Lauter einladend. Tote hier. Ich bin gar nichts einladend. Hier ist eine Tür. Angolds Heiligtum. Okay, da kommen wir nicht rein. Das ist aber der Haupteingang schon mal. Sehr gut zu wissen. Okay. So. Als er starb, da war er tot.
Wenn wir hier jetzt weitergehen, kommen wir zu einer Wache und einer Schabe. Passt. Ja, gut. Klingt doch noch ein Plan, oder? Ja. Ah, oh, da ist die Wache wieder. Was ist hier passiert? Ich würde sagen, wir fahren erstmal die Wache wieder. Die wird das schon wissen. Ja, die Wache schaut irgendwie so, oh, Hilfe aus. Ey, klappt sie. Sein Blick, so kalt und hart. Er hört nicht auf, mich anzusehen. Er schaut direkt durch mich hindurch. Warum? Warum ist mir so kalt? Naja. Oh, war ja. Gute Frage, oder? Ja, nee, hau einfach ab und schließ dich den anderen Rittern an. Sie sind hier? Das sind gute Neuigkeiten. Ich gehe gleich los, um sie zu finden. Aber nehmt euch vor diesem Geist in Acht. Ich glaube, mich hat er bereits verflucht. In mir fühlt sich schon alles ganz trist und kalt an. Das liegt an deiner Glatze. Ich hab hier den Sinn. Okay, dann triggern wir ihn doch einfach mal. Ihr seid der meinen Herrn vernichten möchte. Ich weiß, wonach ihr sucht. Jupp. Ich würde es euch verraten, wenn ich könnte, aber stattdessen muss ich euch aufhalten. Aber ich will antworten und eine Schlüsselscherbe. Die Schlüsselscherbe ist so fest an meinen Geist gebunden, wie ich daran gebunden bin, sie zu bewachen. Doch ich frage mich, ob ihr euch ein Rätsel anhören würdet. Ein nützliches Rätsel. Nützlich? Ausgerechnet ein Rätsel? Das nutzt... Was nicht unverhohlen ausgesprochen werden darf, kann dennoch angedeutet werden. Also, hört gut zu. In Fäulnis und Tod kann Angoff niemals sterben. Doch lebend Fleisch bringt sein Verderben. Ich muss die Scherbe demjenigen überlassen, der mir das bringt, was das lebende Fleisch jenseits dieser Krypta in sich birgt. Alles klar. Ich und wovon redest du? Ich kann es direkt sagen, sondern nur durch ein Rätsel. Sucht das, was im nächsten Raum anders ist. Nehmt, was das lebende Fleisch birgt. Dann befreit mich damit. Okay. Das lebende Fleisch spürt. Er möchte also eine Prostituierte haben. Klingt doch logisch. Oder? Nein. Ah, hier ist nur... Vielleicht will er einen Körper haben. Das würde vielleicht hinkommen. Naja, ich sag doch eine Prostituierte. Oh, ja, wir. Ja, vor da. Ja, komm, den hauen wir doch mal um. Das könnte doch sein, oder? Das steht so lustig da rum. Voll für Tötet mich! Blitz mal ein bisschen. Der hat ja richtig Leben, wa? Das ist ganz toll, dass er nicht sofort umkämpft. Endlich kann ich mal verfluchen. Mal gucken, befreit von Schlummer, ewige Dunkelheit. Ja, eine Rune der Entfesselung. Das hört sich doch nach entfesselten Sachen an, oder? Lebend Fleisch? Ach Gott, das hätte man auch anders verstehen können. Okay. Hier, nimm mal die Rune. Seid ihr gekommen, um meinen Meister zu zerstören? Ich weiß, was ihr sucht. Ich würde euch ein einfaches Rätsel aufgeben. Allerdings befindet sich die Antwort schon in eurem Besitz. Die Rune, die ihr haltet, ist der Schlüssel zu meiner Freilassung. Das lebende Fleisch kennt des Rätsels Lösung nicht mehr. Okay, so ist es natürlich einfacher. Dann nimm die Rune. Aber achtet auf das, was ihr sagt. Die Worte müssen genau so wiederholt werden, wie sie niedergeschrieben wurden. Befreit von, nein, seid befreit, nein, befreit vom Schlummer, ewige Dunkelheit, komm hervor, Mittel. Ich habe das Ganze noch gleich durchgelesen, das Item, aber okay. Es ist geschafft. Ja. Stendar sei Dank. Hier, nehmt die Schlüssel. Stendar sei Dank. Frei, endlich auf vernichtet. Stendar sei Dank. Und all die anderen, die Opfer seiner Missetaten wurden. Gut. Kein Ding, und jetzt verzieh dich. Gib mir die Rune. Hey, wo ist er? Gedankt sei Stendar. Ja, die Rune müsst ihr schon im Inventar haben. Sehr schön. Alter, okay, war das spannend, noch, oder? Ein Schlüssel ist ja noch auf und ein paar Ritter sind hier noch auf und allgemein die Rune ist noch riesengroß. Genug Platz zum Erkunden bietet sie. Ah, jetzt noch ein Zombie umhauen. Ja, dann lass uns mal auf in die nächsten Ecken der Katakomben und wir nehmen euch mit in der nächsten Runde. Seht ihr denn, wie wir Angriff in den Hintern treten, nachdem wir das letzte Teil gefunden hatten? Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, hier mit uns im Schlamm und irgendwas rumzukriechen, mitten unter der verfaulten Zombie. Auch wenn es nicht DayZ ist, aber es hat was davon. Bis dahin, peace out.